Ich begrüße euch sehr herzlich zur achten Folge hier im Skiregion Simulator auf der Map Wallnitz V2. Ja, und heute kümmern wir uns wieder um das Skigebiet. Hier laufen noch die letzten Schneekanonen von Techno Alpin. Auch da oben auf der Rodelbahn werden die letzten Beschneiungsarbeiten durchgeführt, bevor wir dann starten. Da unten steht mein grünes Monster. Und mein heutiger Pistenbully steht etwas weiter oben. Deswegen werden wir jetzt erstmal zu Fuß hinaufgehen. Und wenn wir dann oben sind, werden wir dann einsteigen. Ich skippe mich jetzt einfach mal rauf. Da genau, das haben wir. Ist es der? Genau. Gut, wir werden hier heute hier die mit dem 6, mit dem 400er Pisten Bulli. Wir haben hier mal die ich bin schon wieder ganz verwirrt. Wir fahren heute hier rauf und werden, nachdem wir das Schild gesenkt haben, das Schild uns einmal hier um die Verteilung der Ankerliftebeschneiung, damit wir hier auch dann die Sessellifte, was rede ich denn darüber? Die Ankerlifte hier in Betrieb nehmen können. Der Hydrant war jetzt im Weg. So, die Schneekanone und Gemini. Die muss noch einmal hier rüber, bitte. Ich habe hier mittlerweile ein paar Schneelanzen montiert. Weil ohne den wird es eine Katastrophe hier mit der Beschneiung. Wir fahren ein bisschen rückwärts. So, dann haben wir hier eh so einen Schneehaufen. Und wir können weiter rauffahren. Zur nächsten. Da könnte man hier noch einen Haufen gebrauchen. Gut, können wir die nach links schwenken, weil die mögen mich nicht so. Geht. Großteils perfekt. Da sieht man den Kompressor und den Bedienungsdisplay. Und dann können wir hier auch noch was gebrauchen, da hätten wir auch noch sehr wenig Schnee. Ich hoffe, die haut uns da einen Haufen her. Aber werden wir dann sehen. Okay, wo fahre ich schon wieder mal hin? So, du dummen Kerl da, schneiß bitte hier noch einmal einen Haufen hin. Vielen Dank. Weil die Schneekanonen da drüben, die glaube ich schaffen das nicht von der Weite her.
sind wir jetzt hier oben. Dann werden wir hier die D60 anschmeißen und nach links. Das wieder auch bei der Ausfahrt vom Ankerlift auch eine perfekte Spur haben. So, jetzt haben wir eine schwarze Piste vor uns, weil das da ziemlich steile Berg runter geht, bergab. Werden wir jetzt uns einhaken. Warnblinker haben wir schon eingeschaltet. Dann drehen wir unseren Haken nach rechts und werden uns hier mal einhaken. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das geplant habe. Genau, perfekt. Wir hängen am Seil. Jetzt besteht Lebensgefahr. Ich hoffe, dass keine Skifahrer hier unterwegs sind. Weil das Seil sieht man eigentlich gar nicht, weil das ja ganz knapp am Boden aufliegt. Okay, da müssen wir noch schauen. Von der Schneebreite. Dann sind wir da unten auf der blauen Piste, perfekt. Dann drehen wir uns wieder und können bergauf fahren. Entweder wir tun hier was hingeben, eine Absperrung. Oder wir schauen, dass wir noch eine Schneekanone hinstellen. Aber das Seil liegt da sehr am Boden, also für die Skifahrer äußerst gefährlich. Wir haben es jetzt 9:45 hier auf der Uhr. Na, da, das wollte ich nicht. Aber das Licht brauchen wir eh nicht. Es ist eh ziemlich hell hier. So, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Diesen Abschnitt. Da werden wir dann die Schneekanone holen. Weil die brauchen wir dann nicht mehr. Zumindest da unten brauchen wir es nicht mehr. Vielleicht stellen wir die jetzt bei der Piste 5 auf. So, Piste 5. Okay, haben wir Seilprobleme. Dann fahren wir lieber rauf. Und mit original Pisten Pulli Sound. Und schauen wir nochmal runter. Warum hängen eigentlich die Pisten Pullis am Seil? Das ist deswegen so, damit sie ja im steilen Gelände einen besseren Halt haben. Trotz ihres Gewichtes ist es immer besser, wenn die am Seil hängen, im steilen Gelände. Und dann fahren wir das letzte Mal rauf.
Oder das vorletzte Mal, besser gesagt. Beim nächsten Mal werden wir dann eine Schneekanone mit unternehmen. So, dann hängen wir uns einmal aus. Perfekt. Wie schaut es hier herum aus? Auch schon sehr gut. Also die ganzen Pistenbullis und die Map findet ihr in der Videobeschreibung. Unterhalb des Videos habe ich euch alles schön verlinkt, dass ihr das auch schön findet und auch nachspielen könnt mit den Pistenbullis hier. Aber ich bin schon sehr zufrieden hier, also ich glaube hier unten, wenn wir die Beschneiung schon wieder deaktivieren. Ich hoffe, dass wirklich mal hier auch ein echter Schnee kommt. Wäre ich auch sehr schön hier auf dieser Map. Und ich sehe gerade, die Hydranten habe ich zu nah auf die Strecke gesetzt. Und diese Schneekanone. Ich sagte diese Schneekanone hier. Die was wunderschön nach links zeigt. Die wird jetzt nach rechts gehen und hier noch einen Hügel hinschneiden. Ich hoffe, das macht sie auch. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wir werden mit dem Schild ein bisschen den Schnee da transportieren. Wo ist denn die? Die schalten wir aus. Die stellen wir noch einmal daher. Dann werden wir gleich hier den Schutz montieren. Aber schaut das nicht schön aus? Ich spiele das Spiel gerne. Solange es im Winterresort Simulator keine Technoalpin Schneekanonen gibt, ist das hier eine schöne Alternative. So, werden wir gleich hier rauffahren. Da ja diese Piste schon in Betrieb ist, was man auch an den Spuren hier sieht,
müssen wir die natürlich auch wieder reparieren. Weil jeder Skifahrer macht Spuren in den Schnee. So wie beim Eislaufen. Und wir fahren jetzt hier rauf und holen dann von oben die Schneekanone. Die ist so fuck Schneekanone. Da werden wir was hingeben. Als Absperrung. Das können wir nämlich immer noch beschneiden, das Stück. Aber von der Abfahrt her schaut es nicht schlecht aus. Ich würde runterfahren, wenn das keine schwarze Piste ist. Ich fahre ungern schwarze Pisten. Und ich glaube, ich bin eigentlich noch nie eine schwarze Piste runtergefahren, in echt. Am liebsten fahre ich blaue Pisten oder rote Pisten. Aber schwarze bin ich bis heute noch nicht gefahren. Außer im Winterreservoir-Simulator. Ich glaube, da braucht man noch die ein oder andere Schneekanone. Die hier eh bereit stehen. Das ist der Eck, der Fleck da drüben. Ich glaube, da hat sich die Schneekanone selbstständig gemacht. Oder geht ein Wanderer oder ein Skifahrer, der sich gerade wahrscheinlich in der Hütte um 11 Uhr ein Mittagessen geholt hat, würde ich einmal behaupten. So, wir werden hier... Na, das geht gar nicht. Wir werden... Na, wir, wisst was, Leute? Wir bauen hier eine Schneekanone hin, weil... Was haben wir denn da stehen? Die 40? Die 60? Die 60er, ne? Die 60. Wir kaufen uns eine D60. Und D60. 4,5 Meter Liftturm, perfekt. Und die werden wir. Wo sind wir jetzt? Da drüben. Und ich weiß auch, warum ich da keine hingegeben habe, weil da nämlich der Weg verläuft. Aber nichtsdestotrotz stellen wir da zwei hin. Wichtig ist, dass wir ordentlich Schnee haben hier im Skigebiet. Und im Sommer tun wir die dann eh verpacken wieder. So, die werden wir hier mit unseren Stützen einfahren. Das ging mit Z, genau. Wie Zeppelin. Dann können wir sie... Na, wo ist unser Pistenbulle? Da haben wir... Das Schnee... Die... Walze, die heben wir mal. Im Nachhinein können wir glätten.
Beispiel, wenn nach dem Skigebiet, Skigebiet, nach dem Skigebiet, nach dem Tagesbetrieb hier, könnte man da auch noch beschneien, wenn die Bänke weg sind. So, dann schauen wir mal, wo wir die gebrauchen können. Ich werde mal aussteigen. Und hier mal beschneien. Und was steht denn da? Absturzgefahr? Ja, schaut mal sehr steil aus da. Könnte hinkommen. Und oben die Schneilanzen von Gemini. Die werden wir hier weggeben. Wenn sie möchten. Genau. Und die werden wir neu platzieren. Und zwar werden wir die näher an die Piste geben. So, werden wir drei Stück oder mehr Stück. Schaut da gleich viel besser aus. Oder? Ja, schaut gleich viel schöner aus. Perfekt. So, da haben wir eh Schnee genug. Dann hüpfen wir über die Absperrung. Die werden wir dann hier entfernen. Die Beschneiungsanschlüsse. Weil nachdem wir jetzt eh hier Schneekanonen haben, brauchen wir die hier eigentlich gar nicht mehr. Ja, jedes Skigebiet weitet sich aus oder baut um. Wie auch wir. Was können wir da machen? Achso, da haben wir dann einen Schneehaufen platziert, genau. Werden wir die da herstellen mal? Stellen wir die einfach mal daher. Übergang bräuchte man bitte noch einen Haufen. Wenn die Schneekanone so nett wäre. Aber schaut ja gleich viel, viel schöner aus. So, jetzt senken wir unser Schild.
und schieben den Schnee hinauf. Schaut da gleich viel schöner aus. So, da haben wir unsere neuen Gemini-Schneilanzen. Das wir haben hier als privaten Weg nutzen darf. Wo man die Schneekanonen auch hinstellen können. Schauen wir mal, wie es da unten ausschaut. Ja, schaut nicht schlecht aus. Da haben wir so einen Hang, der nicht allzu von der Sonne belichtet wird. Da können wir sogar das Licht aktivieren. Haben wir unseren Speichersee oder ein Bergsee, ein Kristallsee. Weil zur Beschneiung nutzen wir nur unseren oberen See. Dann haben wir noch eine Schneekanone, die wir auch gleich holen. Und unten haben wir noch eine. Wobei die brauchen wir hier noch. Und dann drehen wir einmal. Steigen wir hier aus und die werden wir jetzt nach umdrehen, also wir wenden sie auf Deutsch gesagt. Und die Wurfweite werden wir erhöhen. Mag's jetzt nicht? Achso, doch. Passt, dann wird die da diesen Teil hier noch
beschneien. Das ist ja auch ein schöner Hang hier drüben links. Oh, dich nehmen wir jetzt mit drauf. Ja, sprichwörtlich geht die jetzt baden. Okay. Wo bist du jetzt? Aus dem Auge, aus dem Sinn, oder wie heißt es? Gut, dann ist jetzt wohl ein Verschwundibus. Schade eigentlich. Der Schnellkanone kostet auch 30.000 circa. Aber ja. Dann wünsche ich dir alles Gute, liebe Schneekanone. Vielleicht sehen wir uns noch einmal. Und in der 8. Folge werden wir dann. Oder 9.? In der 9. Folge, glaube ich, ne? Werden wir dann um das Gletscherskigebiet wieder mal präparieren. Ich glaube, da müssen wir auch schon wieder mal präparieren fahren. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Bis Ostermontag oder bis Dienstag werden wir natürlich hier die Skiregion Videos veröffentlichen. Danach habe ich schon wieder was Schönes für euch vorbereitet, aber dazu dann Anfang April mehr. Samstag wie immer meine Trainingssimulator-Videos. Besser gesagt meine Zwangsvideos, weil Zwangsen schaffe ich immer noch. Wenn wir noch einmal bis zum Schild oder bis zur Schneekanone runterfahren, dann werden wir wenden. Und ja, diese Stelle gefällt mir jetzt auch schon sehr gut von der Schneelage. Und dann werden wir noch ein bisschen reparieren müssen wahrscheinlich. Dann schauen wir mal wieder rüber zum Sessellift, zum Ankerlift. Und dann werden wir mal in der nächsten Folge darüber schauen, auf den Gletscher rüber. Da werden wir dann mit dem blauen Monster arbeiten. Da habe ich mir einen schönen neuen Pistenbulle gekauft. Beziehungsweise mit dem Binderot. Ne? Mit dem Binderot Schneeraupen mal arbeiten. Das sind silberne Monster. Das sieht auch sehr schön aus. Schnee beim mal runterschieben.
bräuchten wir fast unsere. Nee, Schnee, wie heißt denn das Gefährt noch? Unsere Schneeschleuder, genau. Also das ist ganz schön schwierig, da durch diese engen Winkel zu fahren. Schaut vielleicht im Video nicht so schlimm aus, ist aber ziemlich anstrengend und, na, anstrengend nicht, aber ja, muss man auch können, sowas. Die werden wir deaktivieren. Und die da oben auch. So, aus, die Maus. Und die brauchen wir noch. Der ist auch ein sehr schöner Pistenpulli, der grüne. War ich auch sehr gerne. Aber ich schaue eh, dass wir in jedem Video etwas anderes fahren. Also wenn das die Situation zulässt. So, einmal Schneeschild runter, einmal Schnee raufschieben. Bist auch halt fertig. Und die schalten wir auch aus. Dann kann man, glaube ich, schon den Sesselbetrieb, den Betrieb hier aufnehmen mit dem Schlepplift. Du kannst auch Feierabend machen. Also Ankerlift fahre ich auch eigentlich regelmäßig, wenn ich im Skigebiet bin. Gibt da am Annaberg gibt es auch einen Ankerlift. Wobei mir die Dellerlifte mehr taugen. Dich näher mit runter. Entführen wir mal die Schneekanone.
Diese hier werden wir entfernen. Die steht da, genau. Ich hoffe, das geht. Ja, perfekt. Die auch. So wie die Beschneianschlüsse werden wir auch weggeben. Da werden wir uns dann für die nächste Saison was anderes überlegen. Vielleicht stelle ich da zwei, drei Schneeknollen hin. Oder weil so können wir mit ein bisschen Bulli ganz schlecht arbeiten. Und ich stelle die 2 Meter daneben hin, dann wäre es vielleicht besser. So, den brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir eh drüben einen haben. Kostet ja alles Geld. Wobei, na, da müssen wir mit der jetzt einen Haufen machen. Jetzt haben wir leider die Schneianschlüsse verkauft. Das heißt, genau das machen wir jetzt hier. Haben wir hier durch den Sesslift auch schon fahren. Und werden wir die hinstellen, werden wir die da rechts hinstellen. Oder nehmen wir die mit runter ins Tal. Und da werden wir eh wieder Schluss machen für die Folge 8. Die Folge 8, genau. Dann hat es mich natürlich gefreut, dass ihr euch das Video wieder angeschaut habt. Und nachdem wir hier die Schneekanone hingestellt haben, würde ich mal sagen, wir machen Schluss für heute. Würde ich mal sagen, wir fahren noch die schnell die Rodelbahn runter. Unser Kinderland. Dann kümmere ich mich um diese Schneekanone und verabschiede mich mit diesem Bild von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt, wir präparieren den Gletscher. Bis dahin, tschüss, Baba, sagt der Markus. Ciao.